Mein Name ist Martin Peckert. Ich bin der Leiter der Vogelsammlung bei den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden seit 2006. Und hier befinden Sie sich im Schaupräparatesaal, im Vogelsaal unseres Hauses, zwischen etwa 9.500 Schaupräparaten von Vögeln. Die Schausammlung ist eigentlich nur ein kleiner Teil der Vogelsammlung bei Senckenberg Dresden. Insgesamt hat die Vogelsammlung etwa 92.000 Objekte. Dazu gehören also nicht nur die Schaupräparate, die man in Ausstellungen zeigen kann, die wir auch ausleihen an andere Museen für Ausstellungen, sondern dazu gehört auch eine wissenschaftliche Balgsammlung, die eigentlich den größten Teil der Vogelsammlung ausmacht, nämlich etwa 65.000 Bälge, die eigentlich zur wissenschaftlichen Arbeit gedacht sind. Dazu kommt eine Eiersammlung, es kommt eine Nestersammlung, eine Skelettsammlung, eine relativ kleine Sammlung von Vögeln in Alkohol, sodass wir insgesamt etwa auf 92.000 Präparate kommen. Die Naturhistorischen Sammlungen Dresden, die gehen tatsächlich weit zurück in der Geschichte. Die gehen zurück auf die Kurfürstliche Kunstkammer, das heißt sogar auf die Zeit vor August des Starken. August der Starke war tatsächlich der erste Kurfürst, der die Sammlung tatsächlich nach Bereichen getrennt hat und der hier in Dresden ein Salon des Sciences eingerichtet hat. Das heißt, er hat im Prinzip wirklich das erste naturhistorische Museum in Europa gegründet. Und viele Präparate aus der Zeit, den merkt man an, dass sie eigentlich aus einem Kuriositätenkabinett stammen. Und die würde man heute tatsächlich nicht mehr so präparieren, weil man die Tiere besser kennt. Diesen hübschen Vogel zum Beispiel, diesen netten Einhornvogel, obwohl er eigentlich gar kein Einhornvogel ist. Das ist ein Glöckner, der heißt so, weil er so einen schönen glockenhellen Gesang hat. Und der ist aus der Familie der Cotingas. Die Cotingas kommen nur in Südamerika vor. Und man sieht, man hat ihm so ein schönes Horn hier verpasst. Und das war damals tatsächlich freie Interpretation der Präparatoren. Man muss sich vorstellen, die Präparatoren haben ein Vogelhaut gekriegt und wussten nicht, wie der Vogel im lebenden Zustand ausgesehen hat. Die haben den Vogel nie im Feld gesehen. Und dann hing so ein Lappen da dran. Dann haben die überlegt, was macht der Vogel mit dem Lappen? Naja, der wird so ein Horn haben. Tatsächlich hängt, wenn der Vogel im Urwald unterwegs ist, dann hängt dieser Lappen runter. Der hängt seitlich am Schnabel runter. Und er kann ihn tatsächlich ein bisschen aufplustern, so wie ein Hahn seinen Kamm schwellen kann oder so den Lappen am Hals ein bisschen aufplustern kann. Aber mehr kann der Vogel nicht. Der Vogel kann diesen Lappen nicht über den Kopf aufrichten, sodass es ein Horn ist. Interessanterweise hat sich diese freie Interpretation ganz lange quasi fortgesetzt. Und man findet in europäischen Sammlungen ganz viele Präparate, wo der Glöckner wirklich so ein Horn hat. Aber das ist Interpretation, weil man den Vogel früher aus dem Freiland nicht kannte. Ja, das ist tatsächlich eins von meinen Lieblingspräparaten, unser Pfeilstorch. Und das Besondere an dem Präparat ist, es ist eines von zwei Präparaten weltweit von einem solchen Pfeilstorch. Der Pfeil ist nicht aus Dekorationsgründen in dem Vogel, sondern der Pfeil steckte in dem Vogel, als er hier in der Nähe von Dresden noch lebendig aufgefunden worden ist. Das heißt, der Vogel ist aus Afrika, aus den Wintergebieten, hierher gezogen nach Mitteleuropa mit dem Pfeil in der Schulter. Hier ist die Fundsituation. Original 1935, als man ihn gefunden hatte. Und den langen Weg von Afrika hat er tatsächlich mit dem Pfeil in der Schulter zurückgelegt und ist tatsächlich noch lebend im Brutgebiet angekommen. Dort hat man ihn erstmal gesund gepäppelt, hat den Pfeil entfernt aus der Schulter, hat ihn dann später beringt. Er hat so einen grünen Ring an den Fuß bekommen und hat ihn auch wieder freigelassen. Unglücklicherweise nur ein, zwei Monate später hat man ihn dann wiedergefunden und zwar gegen den Strommast geflogen, genau dort, wo man ihn zuerst aufgegabelt hatte. Das Spannende ist, an dem Pfeil kann man sogar einigermaßen ablesen, wo der Storch den Winter verbracht hat. Das ist nämlich ein Pfeil, der kommt nur in Ostafrika vor. Das heißt, man kann an dem Pfeil ablesen, dass das ein sogenannter Oststorch gewesen ist, der die Ostroute über den Bosporus gezogen ist. Der ist also nicht die Westroute über Gibraltar geflogen, sondern es ist ein Oststorch, der in Ostafrika überwintert hat. Also die naturwissenschaftliche Forschung hier in Dresden, die war auch zu DDR-Zeiten schon sehr, sehr aktiv, hochrangig international vernetzt, zu dieser Zeit natürlich überwiegend mit Osteuropa und mit Russland. Ein schönes Beispiel ist dieser Vogelatlas. Es gab also in Zusammenarbeit mit dem Museum in St. Petersburg und in Ostberlin gab es einen Verbreitungsatlas der Vögel der gesamten Paläarktis, also von Eurasien. Das war eine Achse Dresden, Berlin, St. Petersburg, später kam auch Moskau dazu. Und von diesem Atlas sind bis heute 22 Lieferungen herausgebracht worden. Jetzt 2015 kommt dann die nächste.
Liste heraus. Es wird also immer noch daran gearbeitet. Das ist quasi eine Tradition, die wir aus der DDR-Zeit quasi auch mitgenommen haben, die so heute noch weiter fortlebt. Und zum anderen hat sich natürlich durch die Wendezeit haben sich neue Möglichkeiten zur Kooperation ergeben, nach Amerika, in andere Teile der Welt. Und die guten Kontakte nach Osteuropa und Russland, die sind weiterhin bestehen geblieben, sodass sich das eigentlich viel, viel mehr noch vernetzt hat.